Wir müssen in das Amerika von morgen investieren. Wir sind sehnsuchtsvoll beim Amerika von gestern und angsterfüllt bei dem Amerika von heute. Beide Blicke sind, glaube ich, falsch. Wir spielen in den Konflikten der Welt schlicht keine Rolle. Wir sind ökonomisch, wir gelten als ökonomisch reich und als politisch impotent. Das ist die wesentliche Beschreibung Europas, übrigens auch Deutschlands. Es lebt sich ziemlich unbequem als letzter Vegetarier in einer Welt voller Fleischfresser. Jetzt haben wir uns gewehrt, wir wissen aber, den gibt's noch. Und wir können identifizieren, wo der ist. Was machen wir jetzt? Und da ist meine Vermutung, es dürfte relativ schwierig sein, eine Institution in einem Verfassungsstaat zu kreieren, der dann aus administrativer Kraft heraus diese Institution angreift. Also ich wäre jedenfalls dafür, dass wir die finanziellen Mittel deutlich erhöhen. Wenn wir über Verteidigungsetat reden, sind wir oft sehr begrenzt auf die Bundeswehr. Ich glaube, dass wir hier im Fall Cyber Security etwas haben, was über die Bundeswehr hinausgeht, was aber durchaus unter den Überschrift Verteidigungsfähigkeit fällt. Ich würde die drastisch erhöhen. Wir brauchen drastisch mehr Mittel.